Willkommen in der Metzgerei Mark in Langquart, in Remo Mark. Und ich zeige euch heute zwei speziellere Sachen zum Grillieren. Am einen haben wir hier heute die hübschen Kalbskotelette, einmal geschnitten und einmal im Stück. Und nachher zeige ich euch noch vom Bündnerlamm. Im Kalbskotelett ist das Spezielle, dass es leicht mit Fett durchzogen ist und dass sich das ganz gut für den Grill eignet. Wenn man das länger drauf hat, kommt es halt nicht trocken, wie sonst teils bei einem Kalbsplätzchen zum Beispiel. Ist da jetzt halt die Gefahr, dass man etwas falsch macht, dass es wirklich auch zuletzt saftig ist und einen guten Geschmack gibt. Und das ist halt dank dem Fett, der Geschmacksträger ist, sehr gut, ja. Zu den Kalbskoteletten zum Grillieren ist sicher am einfachsten, wenn man das mit einem Kernmesser macht. Für die, die sich nicht so auskennen, und für die etwas Vorgeschrittenen ist es meistens halt noch Gefühl. So, als Zweites zeige ich die verschiedenen Stücke vom Bündner Lamm zeigen. Wir verwerten das ganze Lamm, das heisst No to Tail. Das ist halt Nachhaltigkeit, die wir gewährleisten. Wir haben hier verschiedene Stücke. Das ist einmal das Kalbskotelett, das Kalbsrack am Stück. Oder da haben wir Lammschultern, Lammschnitzel, das ist vom Schigo schön auspariert. Dann haben wir noch Sperrrips oder Lammwürstle. Und das eignet sich alles sehr gut für den Grill. Für mich ist Qualität nicht nur, welches Stück Fleisch das ist, sondern von wo kommt das Fleisch. Und das heisst, wir beziehen unser Fleisch alles für Region mit Bauern, die wir gut kennen. Und darum haben wir jetzt auch mit den Bauern zusammen ein Label aufgebaut, das heisst Bündner Bauernkalb. Und das gewährleistet den Tieren einen guten Auslauf, kurze Transportwege. Und so können wir das auch unseren Kunden weitergeben, dass wir gute Qualität haben. Und das Gleiche machen wir jetzt auch mit dem Bündner Lamm.